Teamsport. Also, wir haben jetzt eben leider was gespart. Vielleicht holt ihr es euch dann doppelt. Das sind die vier, die ebenfalls der Meinung sind, einen Jäger besiegen zu können. Warum eigentlich? Wir fragen Sie direkt selbst. Mein Name ist Mario Basler. Können wir jetzt endlich anfangen? Ja, mein Name ist Ralf Möller. Und als Gladiator bin ich es gewohnt, in der Arena zu kämpfen. Und heute werde ich es hier tun. Und ich heiße Matthias Stein. Da können wir jetzt endlich anfangen. Ich bin genau deiner Meinung. Team Sport. Hallo Mario. Guten Abend. Schade, kleiner Rückschlag. Lars haben wir verloren. Hast Lust? Ja, ja, natürlich. Eine Minute, komm, ja. Gib mir viele richtige. Ja. Und dann machen wir das schon. Die Zeit startet jetzt. Welche Grundfarbe haben die Heimtrikots der deutschen Fußballnationalmannschaft? Maidan. GroKo Final 2000. Okay, du hattest, glaube ich, Brooke Shields auf der Zunge und Tom Selleck auch. Ja, habe ich auch noch aufgehört. Genau. Ja, genau. Aber guck mal, 2000, alles gut. Du wirst ein gutes Angebot bekommen. Wirst du zocken oder was? Ja, ich gehe wahrscheinlich, entweder komme ich zu meinen zwei Kumpels oder zu meinem einen Kumpel. Mein Name ist Ralf Möller. Damit hast du das Spielprinzip sehr gut auf den Punkt gebracht. Hier kommt der Jäger. Letztes 1 gegen 1 gegen Mario Basler. Ja, schönen Abend, Herr Basler. Abend. Sie sind dann wohl der Datan. Können wir jetzt endlich anfangen? Und die Jagd beginnt. Mario Basler gegen Manuel Hoppe. Für welchen Film schrieb Brian May das Stück Who Wants to Live Forever? A. Nosferatu, I. Robot oder Highlander? Boah, das war eine schöne Hymne, oder? Von Queen. Kennst du? Nee. Achso. Manuel Hoviger. Und was kommt als nächstes? Der Name welcher griechischen Sagengestalt bedeutet geschwollener Fuß? A. Ödipus, Achilles oder Ikarus? Was hast du genommen? Achilles. B. Ja, das könnte die Falle sein, ne? Oder? Ja, was ist richtig? Ja, Ödipus. Was sagt der Jäger? Wir sind an der Grenze jetzt hier. Aber du antwortest jetzt einfach richtig, Mario, und dann ist alles in Ordnung. In wessen Amtszeit fiel der Bundeswehreinsatz im Kosovo-Krieg? A. In die von Helmut Kohl, die von Gerhard Schröder oder die von Angela Merkel? Wen hast du genommen? C. Nee, ich wollte das war, B das nehmen. Ist, das, ja. Ich, B wollte also, ich erst nehmen. B war mein erster Gedanke. Nimm den ersten Gedanken. Hast du früher auf dem Feld doch auch gemacht. Oder? Haben wir jetzt hier gerade beide Gott sei Dank falsch gedacht? Was sagt der Jäger? Wir spielen Zweierfinale. Ja. Und ihr beiden unterstützt euer Team auf jeden Fall. 13,5 mit Matthias und Ralf gegen Herrn Hoviger.